Der Ukraine-Krieg jährt sich nun mittlerweile zum zweiten Mal, also zumindest die vollskalige Invasion Russlands in der Ukraine. Und Sevim Dadelen hat angesichts dieses traurigen Events eine Rede im Bundestag gehalten, wo sie sich gegen eine weitere Verlängerung dieses Krieges, die Bundesregierung durch ihre Waffenlieferung an die Ukraine, durch ihre Geldzahlung ans ukrainische Regime aktuell betreibt, ausspricht. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Friedrich Merz, Ihr fataler Antrag müsste eigentlich den Titel tragen: Deutschland muss Russland den Krieg erklären. Im Überbietungswettbewerb mit der Bundesregierung setzen Sie nämlich auf Eskalation und wollen die Schwelle zur direkten Kriegsbeteiligung Deutschlands überschreiten. Und was Sie wollen, ist hier auch der Einstieg in eine Kriegswirtschaft mit fast 200 Milliarden Euro jährlich für Rüstung. Und das wäre dann auch ein Ende des Sozialstaats in Deutschland. Und ich fordere Sie auf, ehrlich zu den Bürgern das auch dann mitzuteilen, was Sie vorhaben. Sie geben vor. Es ist völlig irre, was für Aufrüstungsprogramme hier diskutiert werden. Also als ob die, also man hat 100 Milliarden Euro Sondervermögen jetzt schon in die Verfassung geschrieben. Also man muss sich das mal vorstellen, für andere Sperre, für Rente, für Soziales, für Investitionen in unsere Infrastruktur, in unsere Industrie, für all das galt eine Haushaltssperre, nur für die Aufrüstung nicht. Also die Aufrüstung, die konnte jederzeit, egal was die Ampel da verhandelt hat, die stand nicht zur Disposition. Und jetzt soll noch mal paar mehr 100 Milliarden Euro für diese, ja, absurde Geldverschwendung ausgegeben werden. Vor sich, um die Sicherheit Europas zu sorgen. Das Einzige aber, was Sie erreichen, ist die massive Gefährdung der Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland. Statt endlich für Diplomatie und Verhandlungen einzutreten, will die Union den Krieg, so heißt es, tief nach Russland tragen, in die russischen Großstädte tragen. Sie schreien nach immer mehr und immer schwereren Waffen, um Ministerien, Straßen und Brücken in Russland zu treffen. Dabei wissen Sie, das ist kein Verteidigungskrieg. Russland hat Deutschland nicht angegriffen, meine Damen und Herren. Deshalb fordern wir einen Waffenstillstand und Verhandlungen, weil wir sagen, das Sterben muss beendet werden. Der ukrainischen Regierung laufen die Männer davon, weil sie sich nicht in einen sinnlosen, nicht gewinnbaren Krieg verheizen lassen wollen. Und sie setzen auf die deutsche Wunderwaffe Taurus, um, wie sie es sagen, den Zitat Sieg über Russland erringen zu können. Ich finde das weder verantwortungsvoll noch anständig. Naja, Wunderwaffen und Kriege nach Russland zu tragen, da scheinen die Deutschen irgendwie ein Faible für zu haben. Ich weiß auch nicht. Weiter Ukraine für diesen Stellvertreterkrieg zu verheizen. Wir müssen den Frieden gewinnen und nicht den Krieg, meine Damen und Herren. Und deshalb fordern wir Sie auf, hören Sie auf, weiter in einem Fieberrausch für schwerere, immer schwerere Waffen zu trommeln, statt diplomatische Initiativen zu unternehmen, um das Sterben in der Ukraine zu beenden. Vielen Dank. Jo. Wieder eine super Rede vom Sevim Dadelen. Die ist beim BSW dann zusammen mit Leuten wie Michael Lüders sehr wahrscheinlich für Außenpolitik zuständig. War sie ja auch schon in der Linkspartei. Gute Frau. Gut, dass die BSW gekommen ist. Spricht sich klar für eigentlich in allen Konflikten für eine konsequente Friedenspolitik aus in Nahost, in Russland. Und ich glaube, diese eine Lüge, muss man ja sagen, eine Propagandalüge des Westens, die muss man hier, glaube ich, mal grundsätzlich widerlegen. Russland ist zu Verhandlungen bereit. Russland hat vier Bedingungen: Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität und Anerkennung der territorialen Realitäten. Das sind die vier russischen Friedensbedingungen. Diese vier Bedingungen müsste die Ukraine erfüllen, dann wäre morgen früh Frieden. Aber Russland ist natürlich auch bereit, darüber zu verhandeln und da Kompromisse zu machen. Also zu behaupten, dass Russland erstmal die gesamte Ukraine erobern wolle, ist Quatsch. Und zu sagen, dass Russland nicht zu Verhandlungen bereit wäre, ist auch Quatsch. Das sind einfach Propagandalügen des Westens, weil der Westen diesen Krieg möglichst lange in die Länge ziehen will, um seinen geostrategischen Konkurrenten Russland zu schwächen. Und solche völlig irren Debatten den Krieg nach Russland tragen und jetzt noch weiter auf Eskalation setzen. Also Deutschland ist wirklich eines der Länder, in denen die Debatte am absurdesten entglitten ist. Also in den USA, da redet man schon darüber, dass man vielleicht doch mal mit Russland reden müsste, da der Krieg für die Ukraine alles andere als gut läuft. Hier in Deutschland redet man nur über weitere Eskalationen, über irgendwelche Wunderwaffen, die den Kriegsverlauf wenden werden. Und das ist,
ja, jenseits jeder Realität. Also das ukrainische Militär, das blutet immer weiter aus. Die ukrainische Bevölkerung blutet immer weiter aus. Die ukrainische Wirtschaft liegt am Boden. Also dieses Land ist nicht mehr fähig, diesen Krieg lange durchzuhalten. Und daran wird auch keine Taurus-Rakete etwas ändern. Das wird nur noch härtere russische Gegenmaßnahmen zur Folge haben.